Ich begrüße Sie zu einer neuen Serie Große Bahnhöfe in Deutschland. Heute sind wir in Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Der Hauptbahnhof ist der größte in diesem Bundesland. Wir haben mit dem Bahnhofsmanager gesprochen und auf die Züge gewartet. Folgen Sie mir. Seit 1886 gibt es den Rostocker Hauptbahnhof. Entstanden ist er für die Züge der Lloydbahn aus Berlin über Neustrelitz nach Warnemünde mit Anschluss zur Fähre nach Dänemark. Nach der politischen Wende wird der Bahnhof saniert und umgebaut. Neu ist der südliche Eingang. Der nördliche Zugang hat seine alte Fassade behalten. Die Station ist der größte Personenbahnhof in Mecklenburg-Vorpommern. Täglich im 2-Stunden-Takt erreichen ICE und Intercity die Hansestadt. Dazu kommen Zugpaare an den Wochenenden. Im Regio-Verkehr sind es 3 S-Bahn- und 4 RE- und 3 RB-Linien, die für Betrieb sorgen. Im 2-Stunden-Takt fährt die RE5 nach Elsterwerda. Im Einsatz sind Twindex-Triebzüge. Der Bahnhofsmanager Ingo Mau ist stolz auf seine Station. Wichtig ist er deshalb, weil er hier der absolute Verkehrsknotenpunkt in Mecklenburg-Vorpommern ist. Nicht nur die Reisenden zahlen, auch Anzahl der Züge. So ungefähr 400 Stück frequentieren den Bahnhof täglich. Und er ist auch wahnsinnig wichtig als Quartiersentwicklung, als Stadtquerung. Das haben Sie ja auch schon gesehen, Straßmann eben hier unten und eben, dass die Südstädtler und umgekehrt auch in die City kommen. Der Bahnhof ist ja mittlerweile, ich glaube, fast 120 Jahre alt, so in der Richtung, ne? Ich glaube 1896. Der ist ja mehrfach umgebaut worden. Was ist denn so in den letzten 30 Jahren passiert nach der Wende? Ja, dieser Bahnhof hat sich von einem hässlichen Endline, den er zu DDR-Zeiten war, und man hat es zu DDR-Zeiten nie geschafft, diesen Bahnhof umzubauen und ihn auch an die gestiegenen Kundenerwartungen anzupassen. Und erst nach der Wende, also um 2000 rum, 1999 bis 2003 ungefähr, wurde dieser Bahnhof umgebaut und so wie wir ihn heute sehen. Und ist wirklich modern und top für unsere Reisenden aus aller Welt. Wir sind ja auch ein touristischer Bahnhof, hier muss man auch immer sehen, mit den ganzen touristischen Zielen in Mecklenburg-Vorpommern, von Warnemünde angefangen bis nach Königsborn. Und diese Touristen kommen zu uns und Kreuzfahrer, die hier immer herkommen. Und dort wurde eben diese gesamte Bahnsteiganlage neu gebaut, die Unterführung und die Straßenbahnebene, die ja auch mit zur Unterführung gehört. Wir haben hinter uns ein altes Gebäude. Was ist das für ein Gebäude? Sind das die Reste? Das ist ein Fragment des ursprünglichen Bahnhofsgebäudes, des ersten im Bahnhof Rostock Hauptbahnhof. Das, was Sie hier links sehen, oder wenn man hier jetzt aus der City kommt, das wurde etwas später gebaut. Einfahrt hat ein Regionalexpress aus Hamburg, eine der mittlerweile wenigen lokbespannten Leistungen. Bis Ende 2020 ist die Baureihe 122 für den Hanse-Express zuständig gewesen. Ebenfalls heute Geschichte sind diese Triebwagen.